Musik aus, Musik aus, Musik aus. Moment. So. Gut, Leute, mal weiter an dieser Stelle. Brauche ich jetzt nicht speichern, das Ding. Was war denn los im Twitch-Chat? Was war denn los gewesen? So. Furz. So, gut. Weiter geht's, Leute. Alles nur Verrückte hier. Ja, das ist ja normal. Pizza in der Hose. Aber hört mal auf zu pupsen, Leute. Das riecht sonst nicht so gut im Chat. Hey Beam, sonnige Grüße aus Bayern. Jo, liebe Grüße aus Sachsen zurück. So, mach weiter, Leute. Muss man kurz noch Nase ausschnauben. So, und neues Training verfügbar. Mann, wir müssen den echt jetzt komplett neu aufbauen. Das ist ein bisschen nervig. So, unerreichte Qualität. Wahrscheinlich könntest du jetzt eindringliches Spiel erschaffen, das nur aus Sound besteht. Yay. Könnte man machen. So, Surferraum kann verbessert werden. Cool, cool, cool. Das machen wir gleich mal. Surferraum, 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 Surferraum. Ich weiß, ich kann es mit den Tasten machen, aber... jetzt muss ich gleich wieder niesen. Aber ich weiß ja gar nicht, wo jetzt immer genau die Räume sind. 3 Millionen Dollar kostet das. So, hätten wir. Wie sieht's denn jetzt aus mit Darkage-of-Döner? Ja, 700.000 aktive Spieler. Ich weiß es nicht. Ja, es geht so. Wenn man es mit WoW vergleicht, ne, das zocken ja so bis zu 11 Millionen oder so haben das ja immer gespielt. Ich glaube, jetzt mit den neuen Dead-Ons sind da wieder einige dazugekommen. Also es ist, glaube ich, wieder so ungefähr 10 Millionen Spieler. Ich weiß es nicht so genau. Es war ja ein bisschen abgeflacht gewesen, dann kam das neue Add-on und jetzt zocken es wieder ziemlich viele, weil das neue Add-on soll ja ziemlich gut sein. So, ja, hier mach einfach mal... Entwickeln wir eigentlich gerade irgendwas, oder? Ne, wir entwickeln gerade nichts, ne? Okay, Leute, dann lasst jetzt mal Exklusivtitel machen. Mach mal MMORPG oder MMORFPS und setz den Preis auf 5 Dollar, verdienst am Anfang zwar weniger, du kriegst durch die monatlichen Einnahmen dann aber dauerhaft Millionen. Ja, so eine Art Free-to-Play könnte man machen. So, ich bin krank, kann heute nicht arbeiten. Großes Kino. Aber das ist jetzt nicht lange krank, oder? So, machen wir das mal noch und im Anschluss werde ich dann aber einen Exklusivtitel machen für unsere Konsole, unsere neue, die dann bald rauskommen. Da bin ich ja nochmal echt gespannt, muss ich sagen. So. 200.000 Einheiten haben wir verkauft. Geht so, ne? Geht so. Ist jetzt nicht so super awesome, aber egal. Okay, Leute, lasst uns mal ein neues Spiel entwickeln hier. Also, start ein neues Projekt. Exklusiv und nur für unsere Konsole, Beambox 2, genau. Und wir machen, wähle Genre, Strategie, Artillerie. Das ist eigentlich so stumpf, ne? Strategie, Artillerie, dass es so gut ankommt. Wie nennt man das denn mal? Carbon, Gold Edition, wollte ich jetzt einfach mal sagen. Machen wir Carbon, Gold Edition. So ist alles richtig eingestellt. Jo, sieht gut aus. Okay, dann kann ich auch AAA machen? Ich kann auch AAA machen. Okay, dann machen wir mal beides. Kann losgehen. Ich glaube, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. So. Und wir bauen alles ein, was geht. 208 Tage dauert das. Ui. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das rechtzeitig fertig bekommen, Leute. Ah, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. So, gut, dann Einstellung übernehmen. Jo. Und dann müssen wir wieder nichts machen. Kann einfach weitergehen. Und weiter. Na, mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange. Das wird ungefähr zeitgleich. Sie kommt, glaube ich, mit ein bisschen Verzögerung. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Platin wegen der Beanbox. Wäre auch gegangen. Platin Edition. Aber die Beanbox haben wir ja nicht Gold Edition, sondern Master Edition genannt. Ne, von daher. So, Story, machen wir wieder Militär. Militär ist immer gut. 100.000. Weiter. Wir können auch Zukunft machen. Aber das kriegen wir eh nicht rechtzeitig fertig. So. Hey, seit wann hast du so viel Geld? Ja, das ging schnell. Und ich finde es immer noch witzig, dass hier dieses Logo hier, das sieht aus wie so eine Monobraue. Dieses AAA. Finde ich witzig. Oh, schön.
Aber also mein Ziel wäre es ja auf jeden Fall mal irgendwie über eine Milliarde zu kommen, ey. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Über eine Milliarde Dollar. Aber ohne Scheiß, das Spiel, das kriegen wir erst nach der Konsole fertig, so wie es aussieht. Deine Firmen machen zu wenig Geld, lass sie für PC entwickeln. Nö, ich werde gleich. Nee, wisst ihr was? Ich stelle mal ein, dass die für die Beambox 2 entwickeln. Das ist eine ganz gute Idee. Also, Beambox 2, wo sind die? Ach, die muss erst draußen sein, oder was? Das ist ja bescheuert. Ja, okay, macht mal. Ja, PC, da können sie nichts falsch machen. Ich stelle erst mal ein, dass sie für den PC entwickeln. Weil die Beambox, die ist jetzt eh bald out. Und dann werde ich es wieder umstellen, dass sie dann für die Beambox 2 entwickeln. Das ist natürlich eine ganz gute Idee. So. So, PC, PC, PC hätten wir. Okay, geht weiter. Jo, grüß dich, Mutz, 1987. So, die Vorstellung von Kaff und Gold Edition. Ja, machen wir mal. Weiter geht's. So, dann gucke ich mal wegen meinem PR-Typen, ob der irgendwas machen kann. PR-Büro. Jojo, mach mal. So, Spiel ankündigen, Messeplan. Wir kündigen erstmal das Spiel an. Und dann würde ich gerne eine Messe planen. Und meine Konsole im. Aber es ist nur die Beambox. Okay, ne, das ist doof. Machen wir erstmal Vorstellung von Kavum Gold Edition. So. Mal wieder Maximum. Und wir nennen das Games Convention. Haben wir 2002 schon eine gemacht? Ich weiß es gerade nicht. 2012. Dammit. 2012. So, jetzt hätten wir. Weiter geht's. So, kannst du wieder einmal Rome 2 spielen? Weiß ich noch nicht. Es kommt jetzt bald hier Attila raus, das Standalone-Add-on, aber bin ich noch unentschlossen. Also kann ich noch nicht sagen, ob ich spiele oder nicht. Vielleicht mache ich einen Stream dazu, aber das ist auch eine Zeitfrage dann. Benny hat Grüße. Und Cabo TV, würde ich mal sagen. Guten Mittag. So, wow, guck mal hier. Heute veröffentlicht Nintendo die neue Plattform Wii U. Die Wii U unterstützt hochauflösende Grafiken und wird mit einem neuartigen Gamepad ausgeliefert, der über einen eingebetteten Touchscreen verfügt. Okay, cool. Wie, was hältst du von MMOs? Ich spiele momentan nicht mehr so viel MMOs, aber ich habe habe ich an sich fast nur MMOs gespielt, eine Zeit lang. Also ich habe Dark Age of Camelot habe ich gesuchtet, über mehrere Jahre hinweg. Das ist auch immer noch mein Lieblings-MMO, was gerade das RVR und PvP angeht, Dark Age of Camelot. Ich habe WoW gespielt zu Release, also direkt wo das rauskam, ein paar Monate. Fand es aber dann irgendwie nicht mehr so pralle. Age of Conan habe ich gespielt, Warhammer Online habe ich gespielt, SW Tor habe ich gespielt, also ich habe, und noch Guild Wars habe ich auch gespielt. Ich habe wirklich fast jedes MMO mitgenommen, irgendwie was so rauskam in den 2000ern. So, 2002, die jährliche Steuer wird fällig, jo. Schön. Kannst du Schweizerdeutsch? Nope. Aber wie gesagt, Dark Age of Camelot, ey, das war die geilste Zeit gewesen, so MMO-mäßig. Übelst viel Zeit investiert, ey, richtig böse viel Zeit. Da hatte ich damals, ich glaube, mit 14 habe ich mit dem Spiel angefangen. In meinem ersten Charakter, den ich da hatte, hatte, glaube ich, eine reine Spielzeit von über 100 Tagen oder so. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch noch Dark Age of Camelot kennt. Das ist halt schon ein bisschen älter. Ich glaube, es kam 2000 oder 2001 kam das raus oder so. So, Remedy Entertainment. Hey Beam, wir haben ein neues Spiel veröffentlicht. Ja, finde ich gut. Dum, 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 dum. Wie machst du das, dass der Chat eingeblendet wird? Mit Magie. Ja, mache ich mit OBS. Es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, das zu erklären. Aber ich werde es irgendwann, kann ich es ja nochmal zeigen. So, jo, schön. Dum, 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 dum. Ich könnte, ja doch, das ist eine gute Idee. Wir machen die gleich mal ein bisschen billiger, die Beambox. Ey, die haben die MMO rausgehauen. Cool. So, Beambox, Preis ändern. Machen wir mal für $299. So, bumm. Ich glaube aber, es wird knapp. Es könnte sein, dass wir Gold Edition Kaboom kommt ein bisschen später raus als die Konsole, glaube ich. Werden wir da mal sehen. So, okay, Leute. Wir nehmen mal JB. Und es ist Gugu, nehmen wir. Ne, nehmen wir lieber Mama Donna. So, dann hier, Matt Damon.
Matt Damon. Matt Damon. So, machen wir hier weiter. Einer geht noch, oder? Ne, geht noch drei. Und hier, dem Vin Eastwood. Also großartig. King Bingsley. Komm, nehmen wir noch Leonardo DiCaprio. DiCaprio natürlich. Und hast den Doofmann. Hast den Doofmann, ist auch gut. So. Ah, okay, es steht sogar, wann es rauskommt. Ah, na, guck mal, das kommt 6 Tage nach Konsolenrelease. Ich hoffe, dass es kein großes Problem ist. Ich hoffe es. Aber es passt ja ungefähr. Passt ja. Hätte man ein bisschen besser planen können. Schade, dass man das nicht irgendwie einstellen kann. Dass man den Release ein bisschen verzögert. Das wäre noch cooler. So, Kaboom Gold Edition. Finde ich gar nicht so schlecht mit dem Gold hier. Gibt's das auch? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wir machen das mal so. Oh, diese scheiß Schrift schon wieder. Fuck. Gibt's hier Gold? Das ist Gold. Sieht auch doof aus. Ich hätte gerne irgendwas Goldenes in der Mitte. Ja, das ist ja eher gelb, nicht Gold. Das sieht alles scheiße aus. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Doppelcase und dann müssen wir mal gucken, ob irgendwas. Machen wir einfach so. Es ist zwar eigentlich eher braun, aber wir sagen einfach mal, es ist Gold. So, kann man so lassen, ist okay. Haben wir einen Soldaten drauf. Ab geht's. So. Beam, alter Dönerschubser. Palmblatt, Grüße. So, welche Bereiche sollen getestet werden? Wir machen einfach mal. Ach komm, wir testen wieder alles, das passt schon. Wie kann man einen Subscriber-Status bekommen? Indem du mich subscribest. Kostet dich halt monatlich $5, kannst du aber auch jeden Monat wieder kündigen und ich krieg halt einen Anteil davon ab und hast halt so ein paar kleine Vorteile. Musst du mal gucken unter dem Video rechts unten, da steht's mit subscriben. So gut, Kaboom Gold Edition Test. Ja gut, das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Aber ein bisschen was haben sie gefunden, hier machen wir wieder alles und weiter. Dum, 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 dum. Yo, yo, Gamer-Winner, natürlich, ja, ich kenne Gomma-HD, also ich weiß halt, dass ein YouTuber ist und dass er Minecraft macht. So, ich hoffe, deine Frage ist jetzt beantwortet, weil du musst nicht ständig spamen. Beam, mach doch mal, Freitag der 13. ist ein Horror-Game. Achso, als Horror-Game. Ja, Horror, kann man überhaupt Horror-Spiele machen? Müssen wir da mal gucken, ich glaube schon, ne? So, mein PC ist so schnell wie eine schlafende Schildkröte. Ich brauche wirklich einen neuen, was meinst du dazu? Also wie gesagt, Real Life ist mir mal eine Schildkröte weggelaufen. Wir hatten früher, im Elternhaus hatten wir eine Schildkröte als Haustier, die ist mir weggelaufen. Also langsam sind die nicht. Schneller als ich. So, die Zeit schreitet voran, dein Motion Capture Studio kann verbessert werden. Sehr, sehr cool, machen wir gleich mal. Hier hauen wir wieder alles rein. Oh, also okay, und jetzt ohne Scheiß, ich ziehe das jetzt hier echt mal konsequent durch, Leute. Wir machen mal $599 und gucken einfach mal. So. Hätten wir. Heute veröffentlicht Beams auf die neue Plattform. Beambox 2 ist der Nachfolger von Beambox. Macht irgendwie Sinn. Das sind die Spezifikationen. Itel PX, iPrain Plus, Ice GTRM, Easter Digital, G-Play und Dome Sound. Yay. So, ich mach mal ganz kurz Pause. Ich wollte, was hab ich mir vergessen? Was können wir upgraden? Grafikstudio? Was hab ich vergessen, was wir upgraden können? Soundstudio? Marketingbüro? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Schreibt's mir mal bitte. Wow, Leute, guckt mal, $4 Millionen. Machen wir hier mit der. Und wenn ich jetzt noch das Spiel raushaue. So, ist draußen. Müsste es ja noch deutlich mehr werden. $4,6 Millionen machen wir pro Tag. Wir haben schon $700 Millionen, Leute. Oh, wie krass ist das denn bitte? Alter Schwede, $4,6 Millionen haben wir jetzt gerade mit der Konsole hier. Machen wir gerade pro Tag. Das ist ja der absolute Wahnsinn mit Beambox 2. Ach ja, Motion Capture war es gewesen. Okay, dann gucke ich gleich nochmal. So, den Typen müssen wir noch trainieren und dann müssen wir gleich mal, könnt ihr schon mal schreiben, was wir als nächstes machen wollen. Ob wir jetzt nochmal einen Exklusivtitel machen oder Multiplattform-Titel oder so, ich weiß es nicht. So, Motion Capture, wo haben wir denn Spaß, hier haben wir das. So, aufrüsten bitte. Dum dum dum. Okay, cool, jetzt haben wir noch irgendwelche, eine coole Beleuchtung bekommen, hier oben noch Kameras und so. Sehr, sehr nice. So, zieht euch das mal rein, Leute, was wir jetzt hier an Kohle machen. Wir müssen jetzt bald die Milliarde haben. Boah, ist das heftig. Ist das heftig? $774 Millionen haben wir jetzt schon. Exklusiv soll ich nochmal machen? Müssen wir nur überlegen, was wir machen. Wir könnten nochmal ein MMO entwickeln. Ich würde sagen, wir machen noch ein MMO, oder? Halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee. Ich Spiele programmiere. Dauert jetzt noch ein bisschen, aber egal. Echt? Sind wir schon über 4000 jetzt?
Sind wir über 4000? Muss ich mal ganz kurz nachgucken. Weil das würde mich freuen. Das ist eine schöne Zahl, 4000. Aber das Problem ist noch, ich habe den Sound, glaube ich, bei Twitch an. Moment, ich guck mal. Aus. Juhu, Leute, wir sind über 4000 Follower. Da freue ich mich. Hier, guck mal. 4002 sind wir. Freue ich mich echt. Das ist eine schöne Zahl. So, gut, aber weiter jetzt hier, Earth Productions. Aufregende Neuigkeiten, Earth Productions würde gerne einen Film machen, basierend auf deinem Spiel Kaboom Gold Edition. Man bietet dir 1,2 Millionen Dollar. Ja, es ist halt ein bisschen Werbung für uns, die 1,2 Millionen Dollar ist natürlich jetzt... Wir haben gleich eine Milliarde, Leute. Wir haben gleich eine Milliarde, ja natürlich. Achtung! Achtung! Juhu! What the fuck? Jetzt haben wir schon 1,3... Das macht überhaupt keinen Sinn. Haben wir jetzt 1,3 Millionen oder wie muss ich das deuten? Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Billion, also eigentlich haben wir eine Milliarde jetzt, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. So. Aber das verstehe ich jetzt gerade nicht, wie ich das deuten soll hier. Also die Zahl danach. Okay, jetzt haut's hin. Also wir haben eine Milliarde und 120 Millionen Dollar haben wir jetzt. So, stimmt, du hast recht hier, Carmor LP. Wir müssen jetzt unseren Firmen, unsere Niederlassung, also dem Firmen, die Firmen, die wir geschluckt haben, müssen wir sagen, dass sie für unsere Konsole bitte, nur für unsere Konsole exklusiv Spiele entwickeln sollen. Muss ich mal gucken, wann das nochmal, Niederlassung war das, glaube ich, gewesen. Also, Steel Games, meine Guten. Jo, bitte nur für... Die Beambox 2, weil die haben momentan nur einen Marktanteil von 2, aber wenn die sich so gut verkauft, Leute, gehe ich davon aus, dass der Marktanteil jetzt sehr schnell steigen wird. Die müssen jetzt halt gut Spiele dafür raushauen. Dann können sich das Ding sogar gut etablieren dann. Gebe ich dir noch ein bisschen Budget, aber 1 Million Dollar reicht doch aus, oder? Würde ich mal meinen. So, das muss ich jetzt bei allen hier machen. Silicon, wie auch immer die heißen, bitte auch. So, dann Remedy Entertainment, bitte auch. Ich bin ja echt am überlegen, ob ich mal versuche, dann Nintendo zu kaufen. Einfach aus Prinzip. Das wäre eigentlich witzig. Und dem Fendo besser gesagt. Jo, haut hin. So, hier auch noch. So, haut hin. Und einmal muss man noch. Rockstar Software gehört uns ja schon. Ich weiß nicht, ob das Rockstar Games sein soll, also die GTA machen. Könnt mir vorstellen. So, hätten wir eingestellt alles. So, Leute. Aber wir haben über 1 Milliarde. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich guck gerade. Können wir nur irgendwas erforschen? Leider nicht, ne? Dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein MMO erstmal für unsere Konsole, oder? Ich guck mal ganz kurz, wie es gerade läuft mit unseren MMOs. Aber wir haben da jetzt ja schon ein bisschen Erfahrung und vielleicht kriegen wir es ja doch hin, dass wir das noch richtig optimiert bekommen. Wie sieht's denn aus? Monatliche Einnahmen 4 Millionen Dollar. 874.000 aktive Spieler, da hatten wir 87%. Ja, komm, wir machen mal ein MMO noch für unsere Konsole. Wir probieren das einfach mal. Und ich wollte das Spiel auch sehr billig verticken, genau, damit wir dann schön viele Abos abschließen können, ne? Damit sich erstmal viele kaufen. Und das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt einfach mal. Start ein neues Projekt. Wir könnten auch eine Fortsetzung machen von dem einen MMO, was wir schon... Nee, wir machen ein neues. Will ein Genre, RPG, MMO. Nur für unsere Konsole, bitte. Oder wollen wir Multiplattform machen? Nee, wir machen nur für unsere Konsole. Lizenz, mach mal ohne. So, dann gib mir mal bitte Namensvorschläge, wie wir das nennen wollen, das MMO. Machen auf jeden Fall AAA. Du kannst das Budget noch erhöhen. Okay. Ja, ich weiß, kann ich noch höher machen, aber 1 Million reicht erstmal. Über 1 Milliarde, das ist unglaublich. So, gib mir mal Namensvorschläge bitte für das MMO, was wir jetzt machen wollen, exklusiv für die Beambox 2. Ich trinke währenddessen mal was. Hallo Korn. Atzes World. Nee, finde ich nicht so gut. A-Team. Ja, ich mag ja A-Team, die Serie eigentlich. Tod den Troll. Maxit. Red Hat Redemption. Masafucking Günther Galaxy. Die Günther Galaxy finde ich gut, Alter. Aber dann machen wir die. Die Günther. Die Günther. Die Günther Galaxie. Warte mal. Das ist überhaupt richtig. Muss man schreiben, ne? Weil sonst Englisch, glaube ich. Ich mach mal die Günther Galaxie. Das finde ich super. Aber dann würde ich es mit IE. Schreibt man doch mit IE dann, oder? Ja, klar. Auf Deutsch schreibt man es mit IE. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe es einfach mal, dass so hinhaut. Ich würde es einfach mal so lassen, wie es ist hier. So, alles eingestellt. Dann los.
So gut, wir nehmen wieder unsere Engine hier. Wir müssen aber bald auch mal wieder eine neue Engine entwickeln. Wir haben ja schon ein paar Sachen wieder erforscht. Kann losgehen. So, hauen alles rein, was geht, außer Cheats einbauen. Das machen wir natürlich nicht. Das wäre ein bisschen bescheuert. Und dann kann es weitergehen. So. Dark Age of Dirna übernehmen wir mal. Da müssen wir jetzt mal gucken, weil es ist ja noch nicht das Beste, was wir da gemacht haben. Es ist noch nicht das Beste, was wir gemacht haben. Irgendwas muss man hier noch verbessern. Ich weiß aber leider nicht was. Wir gucken mal eben. Es ist aber alles sehr weit oben. Das sieht eigentlich gut aus. Wisst ihr, was man da noch besser machen kann? Ich guck gerade. Content Design, System Design. Also UI ist wichtig. Scripting. Jetzt habe ich ein Scripting. Habe ich schon drei. UI habe ich auch schon drei. AI, nein, das ist ein MMO. Das hast du bei A gemacht. Jo, klar. War auch mein Plan gewesen. Systemdesign. So, sehr nette. Gameplay 3 habe ich. Game Engine 3 habe ich nicht. Okay, wo muss ich in den Punkt wegnehmen? Das wäre mir jetzt hilfreich so gewesen. AI 1. UI 3. Scripting 3. Ja, wo soll ich denn da den Punkt jetzt wegnehmen? Nochmal, Gameplay 3. Game Engine. AI 1 habe ich. UI 3. Scripting 3 habe ich. Network 4. Level World. Ja, du bist witzig, aber wo soll ich denn den Punkt jetzt wegnehmen, damit ich Game Engine 1 reinbekomme? Das ist halt jetzt gerade die Frage. Jetzt hast du es nochmal so geschrieben. Moment, das will ich jetzt... Ich mach mal Game Writing einen weg, okay? Und den hau ich jetzt in Game Engine rein. Machen wir es mal so. Wir probieren es einfach mal. So, los geht's, Leute. Ich meine, Game Writing MMO, das ist für ein RPG an sich wichtiger. Ich meine, so ist es halt die Questbeschreibung und so. Das passt schon. Und ich sehe gerade, der Typ programmiert leider nicht mit. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber egal. So, mach mal irgendwas hier. Das ist mir jetzt eigentlich ziemlich bummi. Wie viele Spieler hast du bei Steam? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Werden auf jeden Fall immer mehr. Möglicherweise. So, Game Writing jetzt auf 1 runter. What? Ich hab's doch schon einen weggenommen, einen Punkt. Ja, egal. So, sorry, Glück zum... Das machen wir. Wir machen einfach wieder Fantasy, würde ich sagen. Fantasy. Oh, wir machen Weltraum. Gibt's hier irgendwie Weltraum? Zeitreisen? Wir können auch Zeitreisen machen. Komm, wir machen mal... Gibt's irgendeinen Trend? Das ist eigentlich egal. Wir machen mal Zeitreisen. Hab ich irgendwie Bock drauf. Das passt. Also ein MMO mit Zeitreisen wäre eigentlich mal ziemlich geil, muss ich sagen. So, aber wir machen, dass es alle spielen können. So, lass ich so. Weiter, bitte. Labor forschen. Dann gucken wir gleich mal. Labor. So. Und wenn das so weitergeht, haben wir bald 2 Milliarden Dollar. Das ist der Wahnsinn. Die Konsole verkauft sich immer noch. 4,6 Millionen Dollar machen wir damit. So, forschen. Wow, Leute, 3D-Version 7 können wir schon machen. Krass. Das ist ja der Wahnsinn. So. Wir sind ja schon 2013 mittlerweile. Cool. So. Horror hätten wir auch machen können. Hau mal eine Milliarde in die Story. Es geht leider nur maximal 100.000. Es ist schwierig, das überhaupt noch 2D zu nennen. Es ist so unglaublich. Bloody Tears 88. Willkommen, wenn ich hier gerade so im Stottermodus bin. Freut mich. Schön. Es ist so unglaublich eine unsterbliche Kunstform. Jo. Ich frage mich nur, wie hoch das dann noch geht. Das würde mich mal interessieren. Mach doch mal ein Kinderspiel. Mal gucken. Hast du einen YouTube-Kanal? Yo, bist du durch Twitch jetzt gerade auf mich gekommen oder was? Hab ich. Scroll einfach mal unter das Video und da steht, ich bin auch bei YouTube. Und da musst du drauf drücken, auf dieses YouTube-Logo und da kommst du auf meinen YouTube-Kanal. Also eigentlich bin ich YouTuber sogar, ich hab das erst vor einem Monat mit Twitch angefangen und weil es so viel Spaß macht, mache ich das jetzt noch so nebenher, weißt du? So, guck mal, hier wo sie Fans gewinnen, einfach eine Prozent sein. Wir machen mal die Vorstellung von die Günther-Galaxie. Wollen wir schon vorstellen? Ja klar, warum nicht? Los geht's. So, 3D-Version 7.